So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute wieder mit einem sehr, sehr inspirierenden Unternehmer, Christoph Meyer, der es geschafft hat, ein Unternehmen zu gründen, mitzugründen, und von 0 Euro Umsatz am Anfang auf heute 120 Millionen Jahresumsatz. Und diese Geschichte will ich gerne mal heute durchleuchten. Mich interessiert, warum das so lange gedauert hat, am Ende und warum das nicht schneller ging. Nein, Spaß beiseite. Mich interessiert der Weg, was dazu geführt hat, was dazu notwendig war. Und ja, erstmal herzlich willkommen, Christoph. Ja, hey Maurice, danke für die Einladung. Christoph, ich habe es gerade schon erzählt, inzwischen, ich glaube, Jahresumsatz 2022 der Thomas Krenn AG waren mehr als 120 Millionen Euro Umsatz. Lass uns mal zurückgehen in deine Anfangszeit. Wann war das? Wie kam es erstmal zur Gründung? Also das Ganze ist schon sehr lange her, wie du gesagt hast. Es hat ziemlich lange gedauert, bis wir die 120 Millionen mal geschafft haben. Wir haben letztes Jahr das 20-Jährige gefeiert. Also 2002 ist das Ganze, wie so üblich, bei einer Schnapsidee entstanden. Die beiden Kollegen, der Max Wittensen und Thomas Krenn, wir haben uns mal so überlegt, okay, was kann man denn zu der Zeit Neues machen? Wir wollten auf jeden Fall so the next big shit, das ist einfach Online-E-Commerce. Gerade nach der Dotcom-Pleite haben wir gesagt, jetzt erst recht, haben wir überlegt, was können wir denn via Internet verkaufen, und da sind wir auf das Thema Server gekommen. Und der Server war damals was ganz was Neues, was sehr was Individuelles mit hoher Beratungsintensität, und wir haben gemeint, es muss doch auch via Online-Shop möglich sein. Und so sind wir dann da reingeraten, blauäugig wie wir waren, keine Ahnung von nichts, haben wir gesagt, Mensch, dann lass uns doch mal so ähnlich wie bei Dell so eine Art Konfigurator bauen, wo du deinen Server dann selber zusammenstellen kannst. Und das hat eigentlich ziemlich gut reingeschlagen. In den ersten Jahren immer verdoppeln, verdoppeln, verdoppeln. Gut, und zum Schluss ist es ein bisschen langsam gegangen, sodass wir jetzt nach 20 Jahren erst die 120 Millionen gehabt haben. Also für die meisten neuen Startups ist das total langweilig, weil die ja schon nach einem Jahr ein Unicorn sind. Bei uns hat es ein bisschen länger gedauert. Ich habe gerade mal überlegt, wann so die ersten Shops denn gegründet wurden. Ich weiß, Facebook wurde zum Beispiel, um das mal ins Verhältnis zu setzen, 2004 gegründet. Ihr habt 2002 angefangen. Die große Dotcom-Blase. Wie kam es, dass ihr gerade in der Zeit trotzdem daran geglaubt habt? Ich glaube, hinterher ist es ja immer leicht zu sagen, oder hinterher beißen sich, glaube ich, viele Leute immer in den Arsch. Wie konnte ich denn nicht das sehen, dass so ein Trend aufkommt? Wie konnte ich denn diese Kraft des Internets nicht sehen? Wie konnte ich nicht begreifen, dass so viele Dinge online verkauft wurden? Kannst du dich an diesen Moment noch erinnern? Was hat euch diese Fantasie geschenkt? Wir waren halt schon immer neugierig. Für uns war das gerade das Internet, war halt so das Thema, womit wir uns eigentlich tagtäglich beschäftigt haben. Und du hast halt mitgekriegt, wie eine eBay gekommen ist, wie eine Google gekommen ist und wie dann so die ersten, ich glaube, Ricardo.de hat das erste auch geheißen, das deutsche Auktionsportal. Und du siehst auf einmal, wie nach und nach Produkte verkauft werden können. Und wir haben uns eigentlich nie die Frage gestellt, ob das funktioniert. Wir haben uns eigentlich nur die Frage gestellt, kommt jemand früher drauf wie wir? Und Dell war ja zu dem Zeitpunkt ja auch schon online, und die haben ja auch PCs und so weiter da verkauft, und damals hat das Zeug ja richtig Geld gekostet. Damals war das ja aber was ganz was Besonderes, und wir wollten jetzt nicht irgendwie kleinteilig irgendwas machen, sondern wir wollten schon in den Bereich Hightech rein, weil wir auch da unsere Stärken gesehen haben. Und wie es meistens ist bei so Gründern, du denkst nicht darüber nach, dass das vielleicht ein Failure werden könnte, sondern das war uns einfach sofort klar. Denjenigen, die es nicht klar geworden war, waren die Banken. Die haben uns kein Geld gegeben, ganz im Gegenteil, die haben uns sofort unseren Dispo gekündigt, weil sie gemeint haben, das Risiko ist jetzt zu groß. Und das hat natürlich auch ein bisschen was mit der DNA von uns zu tun gehabt danach. Das heißt, wir haben natürlich sehr sparsam investieren müssen, haben auch wirklich jedes Geld immer wieder reingehängt und haben auch die ersten Jahre immer auf Guthabenbasis gearbeitet.
auch das ist was, was jetzt heutzutage in der Startup-Szene durchaus unüblich ist, sage ich mal, so dieses Bootstrappen. Bootstrappen hat es, also das Wort hat es da damals ja noch gar nicht gegeben. Was aber natürlich für uns schon ein Punkt war, wodurch wir einfach konservativ geplant und investiert haben. Und ich glaube, das tut uns auch in diesen Zeiten, da wo es mal vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Und wir haben ja auch einige Phasen durchlaufen, Gott sei Dank nicht die Firma, aber volkswirtschaftlich. Da denke ich an die Finanzkrise, Immobilienkrise oder jetzt die momentane Situation, die uns natürlich da schon geholfen hat, dass wir eben das Geld auf dem Konto gehabt haben, dass wir immer vorsichtig geplant haben und sehr genau aufs Geld geschaut haben. Jetzt hast du unternehmerisch eben schon einige Krisen auch mitgemacht. Ich hatte einen Podcast mal mit dem Helmut John oder schon mehrere auch aufgenommen, der investiert seit mehr als 40 Jahren an der Börse und der strahlt so eine gewisse Entspanntheit auch aus, wenn so eine Krise kommt, ja. Der reagiert da ganz ruhig. Wie ist es für dich als Unternehmer in Bezug auf Krisen? Fällt es dir heute deutlich leichter, mit sowas umzugehen? Bist du besser vorbereitet? Das ist, also mit dem Alter kommt die Ruhe, so blöd wie es sich anhört. Du hast natürlich auch eine gewisse Erfahrung, auf die du zurückgreifen kannst. Wir sind natürlich auch von der Größe her mittlerweile so gesettelt, dass ich weiß, dass uns jetzt nicht irgendeine Kleinigkeit umhauen kann. Sowas wie zum Beispiel die Corona-Krise damals war für uns alle ein Schock im ersten Moment, weil natürlich das so Krisen sind, mit denen hast du nicht gerechnet, beziehungsweise die kannst du auch nicht planen. Und da bist du dann schon erst einmal kurzzeitig in Schockstarre, aber als Unternehmer bist du auch jemand, der automatisch agiert und handelt. Und du schaust jetzt nicht zurück oder du suhlst dich jetzt nicht in Selbstmitleid oder in Ängsten, sondern du versuchst, das Beste daraus zu machen. Das ist dann letztendlich sogar für unsere Branche und auch für unser Unternehmen ja letztendlich ein Boost war, konnte man zu dem Zeitpunkt nicht ahnen. Und das, glaube ich, macht auch erfolgreiche Unternehmer aus, dass die aus Krisen gestärkt hervorgehen, beziehungsweise auch die Krisen zum Teil als Chance sehen und versuchen damit das Unternehmen auch vielleicht ein bisschen neu aufzustellen oder entsprechend nach vorne zu bringen. Dementsprechend, ja, ich habe schon viele Krisen gesehen. Es ist auch schon sehr, sehr häufig gewesen. So als Serverhersteller bist du ja eigentlich permanent out. Also Hardware ist ja total uncool und unsexy und eigentlich braucht es ja kein Mensch mehr. Das habe ich schon so oft gehört. Das war damals mit dem Thema Virtualisierung, dann ist das Thema Hosting gekommen und jetzt ist das Thema Cloud. Also auch da heißt dann immer, wer kauft sich denn nur Server-Hardware? Obwohl ja eigentlich die Cloud ja auch nichts anderes ist wie Server-Hardware, aber das vergessen die meisten Leute. Das macht dich irgendwann mal so resilient, dass du dann sagst, okay, jetzt cool bleiben, abwarten und einfach nach vorne schauen. Bei dir Gründung mit zwei anderen zusammen hat ja vermeintlich jetzt gut funktioniert. Ich weiß es nicht. Kannst ja gleich mal drüber erzählen. Rätst du oder würdest du auch heute wieder den Schritt gehen, mit anderen zusammen zu gründen? Und wenn ja, mit zwei anderen gleich? Also ich stelle mir so ein bisschen vor, oder ich kenne es auch selber. Ich habe zum Beispiel eine Immobilien GmbH mit drei anderen zusammen. Und das sind wirklich auch drei sehr unterschiedliche Menschentypen, wo alle ihre Stärken sicherlich auch mitbringen. Nur es heißt natürlich für einen selbst auch immer wieder, wie soll ich es bezeichnen, du brauchst eine gute Anpassungsfähigkeit oder eine gute Empathie, um sich in das Denken eines anderen dann auch reinzuversetzen, weil Menschen neigen ja dazu, davon auszugehen, dass so wie man selbst denkt, dass das wirklich richtige Denken ist. Wenn man so ein kleines Alpha-Tierchen ist. Also ich bin ein klassischer Teamplayer. Ich kenne aber auch Unternehmer und Unternehmen, da wo das wunderbar funktioniert als Einzelperson. Ich bin aber ein großer Freund von Teams. Und das bin ich auch heute noch, weil ich glaube, dass niemand alles kann.
Und wie du schon vorher gesagt hast, man hat eine gewisse Meinung, eine gewisse Denkweise, die nicht unbedingt richtig sein muss. Und umsonst ist ja oft einmal auch nicht Konsens oder Kompromiss die beste Lösung. Denn sonst geht es vielleicht in das eine oder in das andere Extrem. Und noch dazu, ich als klassischer BWLer, ich kann ja sowieso nichts. Das heißt, ich brauche sowieso irgendjemanden, der entweder ein guter Techniker, Ingenieur oder was auch immer ist. Also ich sage immer, ich bin ein guter Sidekick, ich habe einige Stärken, ich kenne aber auch meine Schwächen. Und das ist natürlich perfekt, wenn das Gründerteam quasi die Schwächen des anderen einfach dann kompensiert. Und was wart ihr für eine Mischung? Also was können die anderen, wenn du nicht kannst? Und dass du ein Teamplayer bist, erkenne ich offensichtlich am Namen, weil die Firma heißt ja nicht so wie du. Stimmt. Ja, ich würde mir behaupten, dass ich so ein bisschen der Extrovertierte bin. Ich war so immer dieser Mensch, der nach draußen gegangen ist, der viel genetzwerkt hat, mit Sales viel zu tun gehabt hat. Die zwei Gründer, also Mitgründer, der Max Wittenzellner, das war so, ich sage immer unser Brain, der war marketingtechnisch und von der Technologieseite sehr, sehr stark, war auch so ein bisschen das Alpha-Tierchen, hat viele Sachen durchgedrückt, auch bei den Partnern, Lieferanten oder auch bei den Mitarbeitern war der so ein bisschen, der hat immer geschafft hat, dass das Projekt pünktlich fertig geworden ist. Da bist du meistens nicht unbedingt der nette und loyalste Chef, sondern bist der meistens derjenige, der immer die bösen Sachen machen muss. Und der Thomas Gren, der Tom war halt der Techniker, der Akkurate, der Akribische, der halt auch wirklich geschaut hat, dass im Lager, in der Produktion alles perfekt war. Dafür war er so ein bisschen mehr der Introvertierte, ein bisschen der Ruhigere, auch der Vorsichtigere. Und so haben wir uns, glaube ich, gegenseitig so ausnivelliert. Also es war ein super, super Team. Und die beiden sind ja jetzt mittlerweile schon, ach, ich muss gerade überlegen, glaube 8 oder 9 Jahre schon aus der Firma wieder draußen. Die schauen auch immer wieder gern zurück auf diese Zeit. Aber naja, alles hat dann irgendwann ein Ende. Und wir haben ja dann auch vor einigen Jahren haben wir verkauft an einen Private Equity Fonds, mittlerweile wieder verkauft an ein Family Office. Aber damals mit dem Private Equity Fonds ist natürlich eine andere Struktur gekommen, ist eine andere Seriosität reingekommen und letztendlich ist natürlich jemand da gewesen, der dann ja, letztendlich die Mehrheit an der Firma gehabt hat. Und dann hatten wir auf einmal so einen Gegenpart, der viele Dinge ein bisschen anders gesehen hat wie wir. Und das war speziell jetzt für Max und Tom natürlich schwierig. Und die sind dann auch letztendlich dann auch rausgegangen deswegen. Also da sieht man mal wieder, was dann so ein Team ausmachen kann. Also das kann sehr gut in die eine Richtung gehen. Es kann aber auch, wenn vielleicht ist da ein paar Menschen dabei sind im Führungsteam, die nicht so zusammenpassen, kann natürlich dann auch in die andere Richtung gehen. Und wenn ihr zum damaligen Zeitpunkt verkauft habt, dann warst du ja sicherlich auch in einer Situation, von der erstmal bestimmt sehr, sehr viele Leute träumen, nämlich finanziell frei zu sein, freie Entscheidungen treffen zu können, dir eigentlich viele Dinge kaufen zu können, wovon sehr viele Menschen dann nur ihr ganzes Leben lang träumen können. Jetzt sitzt du immer noch da in der Bude. Warum? Ich glaube, Geld kann niemals die Motivation sein. Also für mich spielt es gar keine große Rolle, wie viel Geld das ich habe oder letztendlich, was ich mir alles leisten könnte, sondern für mich ist ja diese Firma wirklich mein Baby, auch wenn es mir jetzt faktisch nicht mehr gehört. So habe ich eine Riesenverantwortung gegenüber dem Unternehmen, gegenüber den ganzen Kolleginnen. Und ich sehe halt immer noch so viel Potenzial. Für mich gibt es ja eine Work-Life-Balance. Für mich ist ja Arbeit Leben und Leben Arbeit. Also ich habe das große Glück, dass ich wirklich das tun darf, was mir Spaß macht. Und da stellt sich für mich gar nicht die Frage. Also ich stehe in der Früh wahnsinnig gern auf, weil ich gerne in die Firma gehe. Ich habe noch so viele Möglichkeiten und Ideen, die ich noch umsetzen möchte. Ich habe ein super Team rundherum, und wir wachsen ja auch stetig und habe den Rückhalt sowohl von den Kolleginnen als auch vom Aufsichtsrat und vom Investor. Was Schönes gibt es doch gar nicht. Was will ich mit, soll ich mir jetzt ein Boot kaufen? Soll ich jetzt irgendwie Segeln anfangen oder das Fischen? Nee, nee. Also ich bin da immer noch heiß. Was war deine größte
Ausgabe fernab des Unternehmens, die du je getätigt hast? Redest du jetzt von Ausgabe oder Investment? Nee, Ausgabe, also so richtig Konsum, nichts Rationales, jetzt irgendeine Investment. Ich habe mir also zwei Ausgaben. Das erste, ich habe mir eine alte, muss gerade überlegen, ich glaube 78er Harley Davidson gekauft. Die ist ein bisschen restauriert worden und dann war mein großer Traum immer einen alten Ford Mustang. Das war ein 68er Ford Mustang. Den habe ich mir für ein paar tausend Euro übers Internet gekauft. Und dann hat der Mechaniker gemeint, ich habe den größten Schrott gekauft, was es überhaupt gibt. Und dann habe ich nochmal sehr, sehr, sehr viel Geld investieren müssen, damit wir das Ding nochmal komplett neu aufbauen müssen. Also das war eine meiner größten Ausgaben. Aber immer wenn ich das Auto sehe, freue ich mich drüber und denke auch nicht über das Geld mehr darüber nach, sondern wirklich, wenn man so einen Achtzylinder, darf ich das überhaupt noch heute laut sagen in dem Thema, zu dem Thema, aber wenn ich so einen Achtzylinder da anlasse, ist schon was Schönes. Und das hat auch nicht abgenommen, weil häufig ist es ja so bei, wenn man gewisse Dinge kauft, wie zum Beispiel auch Statussymbole, Autos, Uhren etc., dass dann am Anfang der Stolz, das Glücksgefühl da ist, aber es nimmt eben ab, weil es dann irgendwann auch Standard wird, das kannst du da nicht beobachten. Also, ich glaube, das kann jeder für sich selber beurteilen. Wenn er das erste Mal sich ein Auto gekauft hat, so mit 18, diesen Kick, wenn man das erste Mal ins Autohaus geht oder sich irgendwo beim Gebrauchtwagenhändler dieses Autos aussucht, dann ist sein Kfz-Kennzeichen drauf, man steigt das erste Mal ins Auto und fährt weg. Also, ich glaube, das vergisst niemand. Jeder weiß genau, wie sein erstes Auto war, was das für ein Gefühl war. Und wenn du mal ein bisschen älter bist und das zweite, das dritte, vielleicht auch das vierte Auto dann schon mal gehabt hast, ich glaube, der Kick ist dann nicht mehr so da. Es sei denn, es ist was ganz was Spezielles, was Hochwertiges. Und ich sehe das bei vielen aus meinem Umfeld, die wesentlich mehr Geld haben wie ich. Die haben dann eine Finca auf Mallorca, die haben das, die haben das. Aber richtig glücklich schauen sie nicht dabei aus. Sie erzählen eher, was da für Kosten drauf sind, was sie da sich wieder geärgert haben, was da noch gemacht werden muss und dass man eigentlich mit seinen 25 Autos gar nicht mehr weiß, welches Auto das man nehmen soll. Also es gibt schon, also es gibt ja auch diese Aussage, Geld oder Vermögen belastet und das merkt man gleich bei diesen Menschen schon und dementsprechend, klar, ist es schön, wenn man sich eine schöne Reise leisten kann. Da denke ich aber dann im Nachgang nicht drüber nach, was er gekostet hat, sondern was für schöne Augenblicke, dass ich gehabt habe. Mit meiner Frau ein tolles Essen gehabt habe. Da denkst du jetzt nicht, ob das jetzt 2,50 oder 3,20 Euro waren. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, Geld ist oftmals schön, Geld ist immer gut, wenn man es hat, aber zu viel Geld belastet auch und viele Dinge sind halt einfach unbezahlbar. Und mich interessiert nochmal, wie war dieser Umstieg bei dir? Also, ihr habt das Unternehmen verkauft und damals hattest du oder warst du quasi mit den anderen beiden, hattet ihr die Anteile am Unternehmen jetzt eben nicht mehr in der Höhe und auf einmal kommt jemand Neues rein, dem du dann eben Rechenschaft schuldig bist, wo du Entscheidungen nicht mehr alleine treffen kannst. Wie ist dir dieser Switch gelungen? Das war am Anfang natürlich schon sehr, sehr komisch, weil du hast viele Dinge einfach so gemacht, weil es du für richtig gehalten hast. Wir drei haben uns dann unterhalten, oftmals in der Früh beim Kaffee und haben dann strategische Entscheidungen so mehr oder weniger nebenbei erledigt. Auf einmal ist halt jemand da, dem das Unternehmen gehört, der auch ganz klar sagt, okay, beim Private Equity Fonds ist es immer, sie haben immer gesagt, das ist eine Ehe auf Zeit. Weil nach 5 bis 7 Jahren wird halt das Unternehmen wieder weiterverkauft, wenn der Fonds aufgelöst wird. Also in dieser Zeit wollen sie halt das Maximalste rausholen an Rendite, was ja auch logisch ist, verständlich ist. Hat aber oft einmal auch Entscheidungen, die dann nicht zum Wohl unbedingt des Unternehmens gedacht sind. Weil ich denke ja langfristig, für mich ist ja das Unternehmen nicht nach 5 bis 7 Jahren erledigt, sondern ich denke ja an 20, 25 Jahre. Und auf einmal musst du gewisse Entscheidungen, die du machen möchtest, musst du erst einmal im Vorfeld machen. Das war eines der ersten Fehler, die man gemacht hat. Und wir haben es dann erst im Nachgang erklärt oder erzählt, was sie nicht so toll gefunden haben. Und dann haben wir natürlich dann wahnsinnig viel PowerPoint-Folien machen müssen,
Case Studies, Excel-Listen und Reports ausfüllen. Das hat uns so viel Zeit gekostet, was du nicht verstanden hast, weil es ja letztendlich, dir war es ja klar, was du zu tun hast. Aber du hast dich halt immer rechtfertigen müssen. Und das war schon ein sehr, sehr großer Umstieg und eine Schwierigkeit. Und wie gesagt, das war auch für die anderen zwei dann der Punkt, wo sie dann gesagt haben, das macht ihnen keinen Spaß mehr. Ich muss auch dazu sagen, ich war ja dann auch mal 3 Jahre raus, einfach um was Neues zu sehen und das, ja, einfach einmal wieder ein bisschen zur Luft zu kommen, weil es sehr, sehr stressig war. Bin aber dann nach den 3 Jahren sofort wieder zurückgekommen, wie dann auch der neue Investor gekommen ist, weil es einfach mein Baby ist. Ich hab da nie loslassen können. Nachgängig, also im Nachhinein muss ich auch dazu sagen, es war die beste Entscheidung überhaupt, dass wir damals diesen PE-Fonds mit reingenommen haben. Denn ansonsten hätten wir, ich sage jetzt mal ganz flapsig, hätten wir so weitergewurschtelt. Und ich weiß nicht, ob das dann wirklich in die richtige Richtung gegangen ist. Auf Basis dessen haben wir professionelle Strukturen aufgebaut. Wir haben ein professionelles Controlling, Finance aufgebaut. Wir haben Budgetplanungen gemacht. Also wir haben dann auch wirklich mit den ISO-Zertifizierungen, mit QMB, Prozesse und so weiter dokumentiert, haben wir eigentlich den Grundstein dafür gelegt, dass man groß werden kann. Also ansonsten wäre wahrscheinlich dieses Fundament nie so da gewesen, um auf diesem Fundament dann das Unternehmen weiter aufzubauen. Ich habe gerade drüber nachgedacht, jetzt hast du es ja schon so ein bisschen erläutert, in der Nachschau war das sogar eine sehr positive Entscheidung. Aber an sich, wenn man jetzt so einen Verkauf macht an so einen Fonds, du hast es ja gerade selbst geschildert, was die für einen Hintergedanke haben oder gar nicht Hintergedanke, sondern eine ganz offene Mission, wenn sie ein Unternehmen kaufen. Das wäre ja so, wie wenn ich mein Baby an einen Menschenhändler verkaufe, der zu mir sagt, pass auf, ich sehe da schon gutes Potenzial in deinem Baby. Ja, das hat eine gute Körperstatur. Das hat gute Voraussetzungen. Und jetzt werde ich das entsprechend kurzfristig pimpen. Also Testosteron soll für einen Mann ganz gut sein, um kurzfristig bessere Ergebnisse zu erzielen. Was die langfristigen gesundheitlichen Folgen sind, ja, ist mir Wurst, weil es geht um diesen Verkauf in 5 bis 7 Jahren. Also wenn man das mal so sehen will, dann würde man das ja nicht machen mit seinem Baby. Und du hast ja gleichzeitig aber auch davon erzählt, dass du inzwischen ja auch weißt, wo Geld seine Bestimmung hat und wo Geld eben sehr, sehr gut ist, aber sozusagen den Grenznutzen ja irgendwann auch abnimmt von Geld. Und die Entscheidung, die wurde euch ja wahrscheinlich nicht aufgezwungen, diesen Verkauf vorzunehmen. Warum habt ihr diese Entscheidung getroffen? Wahrscheinlich nicht in dem Moment, weil ihr dachtet, naja, die werden uns wahrscheinlich professionalisieren. Nee, da hast du vollkommen recht. Es war damals so der Punkt, wo wir auch überlegt haben, Mensch, was passiert denn, wenn es jetzt wirklich mal ein halbes Jahr oder Jahr ein bisschen schlechter laufen würde? Und da war dann die Überlegung, uns einen Investor mit reinzuholen, der uns halt einfach dann in einer gewissen Zeit, wenn es schlechter wäre, finanziell auch zu unterstützen. Und so sind wir auch in diesen Prozess reingegangen. Ich muss auch dazu sagen, vor 10 Jahren, da war diese Szene nicht so aktuell und so transparent, wie es jetzt mittlerweile ist. Also ich habe das Gefühl, so mancher Startup-Gründer weiß mehr über die PE-Szene, wie ich damals oder jetzt noch weiß. Und wir waren da vielleicht auch ein bisschen blauäugig und haben das wirklich auch so als eine Partnerschaft verstanden, der uns quasi auch ein bisschen Sparringspartner dient, der uns professionalisiert oder gemeinsam professionalisiert, so ein bisschen auch partnerschaftlich. Dem war dann natürlich nicht so. Also der hat es natürlich ein bisschen anders gesehen. Wir hatten ja dann auch nicht die 100% verkauft, sondern einen Großteil. Und die anderen Anteile hatten wir noch gehabt, die dann letztendlich dann in den Jahren danach dann rausgegangen sind. Ich glaube, das war sonst so eine Mischung aus Blauäugigkeit, gewisse Sicherheit fürs Unternehmen, dass man weiß, da ist jemand da, der auch dann, wenn es wirklich wäre, auch ein bisschen dazu zahlen kann, wenn mal eine Geldspritze notwendig wäre. Und
auch das Thema M&A, zusätzliche Unternehmen dazu kaufen, Internationalisierung, die uns dabei hilft. Weil wir waren uns da schon ziemlich klar, dass wir mit viel Glück und viel Fleiß was geschafft haben, aber den nächsten großen Step, ob wir denn die Richtigen dafür sind, das haben wir ja nicht gewusst, weil alles, was, ich bin ja nicht, ich habe ja kein Studienfach CEO gehabt, sondern wir sind halt da irgendwie reingewachsen und immer größer geworden und irgendwann hast du dann mal ein Team. Damals waren es, glaube ich, um die 100 Leute und wir haben halt unser Bestes gegeben und getan, damit das funktioniert, aber wir wussten halt auch nicht, ist das jetzt denn der richtige Weg für die Zukunft, wie schaut denn das aus, wenn man internationalisieren muss, etc., etc. Und so wollten wir halt jemanden holen, an Bord holen, der uns da zur Seite steht. Das war sicherlich mit einer der Gründe. Und wie unterscheiden sich deine Aufgaben heute von denen von vor, sagen wir, 10, 15 Jahren? Komplett eigentlich. Ich bin operativ so gut wie gar nicht mehr im Unternehmen tätig. Das heißt, also ich mache nur die großen strategischen Themen, die großen Entscheidungen gemeinsam mit meinem Team. Ich habe meine Manager-Kollegen, meine Direct Reports, mit denen ich über die Projekte spreche. Ansonsten bin ich sehr, sehr viel unterwegs. Also ich würde jetzt mal sagen, 60% meiner Zeit bin ich unterwegs, besuche Partner, Lieferanten, Kunden, Netzwerke, um einfach zu schauen, was ist momentan Trend, was sind so Technologiethemen, die uns für die nächsten Jahre beschäftigen könnten, vertiefe so die Partnerschaften, weil gerade jetzt in der IT-Szene sind wir zwar mit 120 Millionen einer der größten oder der größte Serverhersteller in Deutschland, aber im internationalen Markt müssen wir uns halt gegen eine Dell und HP in ihrer Art und Weise zur Wehr setzen, sage ich mal so. Das bedeutet auch, ich muss natürlich in Asien oder in Amerika auch ein bisschen Flagge zeigen und für so den deutschen Serverhersteller ein bisschen werben. Und was sind die Gründe dafür, dass ein Unternehmen wie Dell es nicht schafft, eure Company sozusagen oder euer Company hier in Deutschland auch den Markt wegzunehmen? Ich meine, 120 Millionen Jahresumsatz versus, ich weiß nicht, was Dell macht, aber ein bisschen mehr, genau. Und wenn sie das wollten, könnten sie ja sicherlich massiv in Marketing und Vertrieb hier investieren, aber irgendwie haben die keine Lust, oder? Ich glaube, das sind so mehrere Gründe. Zum einen sind die amerikanischen Konzerne schauen auf Europa nicht in die einzelnen Länder so tief rein, sondern sie sehen eigentlich Europa als Ganzes und wollen das gar nicht so granular haben und sehen und können es auch zum Teil gar nicht. Das, wo die Thomas Krenn ihre Stärken hat, ist ganz klar im Mittelstand. Und Mittelstand tickt speziell jetzt in Deutschland auch ein bisschen anders. Die wollen halt immer noch auf Augenhöhe behandelt werden, wollen zum Teil auch deutschsprachigen Support, wollen Schnelligkeit. Oftmals ist auch der Handschlag wichtiger als der Vertrag. Dieses Kleinteilige, das ist für so einen großen Konzern schwierig. Also natürlich haben die in Deutschland die großen Unternehmen, die großen Konzerne als Hauptlieferant unter sich. Aber nichtsdestotrotz gibt es Gott sei Dank in Deutschland noch viel, viel Mittelstand. Also wir haben ja über 30.000 Kunden über die Jahre, die vielleicht auch nur ein paar Server brauchen, die letztendlich gegebenenfalls im Callcenter landen irgendwo, obwohl die letztendlich eine schöne große Company sind, aber letztendlich unter dem Radar von den großen Stellen liegt. Die Stärke, die wir immer gehabt haben, war halt Beratung, erstklassige Beratung, erstklassiger Service und vor allem auch Schnelligkeit. Das heißt, du kriegst bei uns, wenn du den Server online bestellst oder konfigurierst, wir können ja da nicht im Vorfeld schon die Server zusammenbauen, sondern wir müssen ja wirklich just in time, wenn du auf Bestellbutton klickst, dann geht's erst los bei uns. Den können wir zum Teil innerhalb von 24 Stunden liefern. Auch das war zum Beispiel während Corona ein riesen Plus für uns. Also während die anderen alle nicht liefern haben können, konnten wir halt innerhalb von ein paar Werktagen die Server ausliefern. Das war natürlich ein riesen Boost auch für uns. Und mit dem haben wir uns einen Namen gemacht in der Branche. Und ich meine 20 Jahre, da kennen uns halt auch die meisten Admins oder IT-Leiter. Und zusätzlich, abschließend dann vielleicht auch noch so ein USP von uns, sind wir halt auch sehr stark in der Open-Source-Szene.
Das heißt also, viele unserer Produkte oder fast alle unserer Produkte werden auf Open Source Betriebssysteme getestet, was ja durchaus nicht so einfach ist und nicht so wie beim Microsoft-Produkt, wo du quasi mehr oder weniger jeden PC darauf installieren kannst und das läuft dann schon auf dem PC. Ist das beim Server schon mal was anderes, ob du Ubuntu, Debian und wie die ganzen Betriebssysteme heißen, darauf installierst. Und das haben wir halt von vornherein gemacht, ist auch sehr transparent bei uns im Online-Shop drinnen und damit haben wir uns auch in der Community einen tollen Namen gemacht. Ich denke gerade drüber nach, wie viele unterschiedliche Entwicklungsphasen du und auch ihr als Unternehmen eben durchgemacht habt. Und das beides hängt, glaube ich, auch sehr stark miteinander zusammen. Also ich glaube nicht, dass, also mich persönlich reizt gar nicht an so einer Geschichte, an so einem Lebenslauf unbedingt das noch mehr Geld, sondern ich glaube stark daran, dass du eben persönlich enorm wachsen musst, weil es was anderes ist, ein Unternehmen zu führen, aufzubauen mit, sagen wir, 1 Million Euro Jahresumsatz, ein Unternehmen aufzubauen, zu führen mit 10 Millionen, mit 100 Millionen, mit 1 Milliarde, mit 5 Milliarden. Also ich glaube, jedes Mal musst du wieder dich selbst weiterentwickeln. Und die Schwierigkeit sicherlich besteht auch darin, bestehende Glaubenssätze fallen zu lassen, die genau dazu geführt haben, dass du so erfolgreich wurdest, im Sinne von so erfolgreich, dass du meinetwegen 10 Millionen aufgebaut hast, weil um eben 100 Millionen oder um auch 1 Milliarde oder was auch immer zu erreichen, wieder ganz andere Glaubenssätze notwendig sind. Konntest du das bei dir beobachten? Oh, da sprichst du mir aus der Seele. Bei mir ist es, mir geht es gar nicht so stark um die Umsatzzahlen, denn ich glaube, also eine Marketingagentur zum Beispiel mit 10 Millionen ist riesengroß, während vielleicht ein Autohändler mit 10 Millionen eher sehr, sehr klein ist. Für mich ist es immer das Thema der Mitarbeiter, wie viele Mitarbeiter das du hast, weil das hat mich sehr, sehr geprägt, weil es einfach ein Unterschied ist, ob du 3, 5 Leute in der Company hast oder dann die Sprünge so bei 30, 50 habe ich bei uns gesehen, dann so bei 70, 100 und jetzt der große Step war jetzt hier nochmal bei 200, 250 und wie wir jetzt letztes Jahr noch die Company dazugekauft haben, die ja auch nochmal über 200 Leute hat. Das waren für mich so Transformationen, dass das Unternehmen durchgemacht hat und letztendlich auch ich durchgemacht habe. Ich bin jemand, der sehr selbstkritisch mit sich selber ist und auch sehr demütig ist. Also ich glaube, ich weiß sehr genau, dass ich viele Schwächen habe und vieles nicht so gut kann und dadurch immer sehr, sehr stark geprägt bin davon, mich weiterzubilden, neugierig zu bleiben, alles zu hinterfragen. Und das hat mich so auf ein bisschen am Boden der Tatsachen, Boden der Realität immer zurückgeführt. Dann habe ich auch ein sehr, sehr stabiles soziales Umfeld, das mich nicht abheben lässt. Und ich glaube, das sind so die Erfolgsfaktoren, zumindest bei mir. Das kann in einer anderen Branche, in einer anderen Company komplett anders sein, aber für dieses Unternehmen, für diese Branche, glaube ich, war das zufälligerweise, glücklicherweise das Richtige. Und dann habe ich natürlich auch, das darf man nie vergessen, auch einen Vorstandskollegen und ein tolles Aufsichtsratsteam und unseren Investor, die mich auch immer wieder unterstützen, zum Teil auch ein bisschen coachen, wenn es um gewisse Themen geht, weil ich da auch keine Angst vor Fragen habe. Das, glaube ich, ist auch was viele, die mal so ein gewisses Level erreicht haben, vergessen, auch mal Fragen zu stellen, ein bisschen demütig zu sein und auch mal zu zeigen, dass man nicht alles kann. Du hast gerade schon die Worte Erfolg und Zufall beziehungsweise zufälligerweise in den Mund genommen. Der Podcast heißt ja hier auch Erfolg ist kein Zufall. War dein oder euer Erfolg als Company Zufall? Das kann man so, glaube ich, nicht sagen. Also Zufall, ich glaube, da gehört mehr dazu, als dass man einfach mal vielleicht im Lotto gewinnt. Ja, das ist ein Zufall. Aber wenn du ein Unternehmen aufpasst, vor allem jetzt auch über 20 Jahre, dann kann es kein Zufall sein. Für ein bisschen Glück gehört sicher immer mit dazu, ein gewisses Timing, aber am Ende des Tages, und das weißt du ja selber, ist einfach viel Arbeit dahinter. Da gehören viele Dinge dazu, da gehört das richtige Team dazu, da gehört
vielleicht auch der richtige Standard dazu, da gehört das Pricing dazu, das richtige Produkt, die richtige Produktentwicklung und so weiter und so weiter. Und das kann kein Zufall sein. Also nicht nach 20 Jahren. Und natürlich ist es gerade am Anfang, es ist so, dass du keine Ahnung hast, ob das jetzt der richtige Weg ist. Aber ich glaube, das sieht man sehr, sehr schnell und sehr deutlich, ob du oder ob die Company das richtige Produkt, die richtige Lösung anbietet. Du merkst ja sofort das Feedback und das verarbeitest du ja auch. Und wir haben damals wirklich, so wie du wahrscheinlich das genauso kennst, am Anfang rund um die Uhr gearbeitet. Und das ist zum Schluss sicherlich auch ein Faktor, damit du erfolgreich sein kannst. Also Zufall, nein. Was siehst du als die prägenden Erfolgsfaktoren von euch jetzt in der Rückschau? Sich selbst immer wieder in Frage stellen, immer wieder feilen. Wir waren damals auch sehr, sehr starke Micromanager. Also wir haben uns wirklich um alles gekümmert. Von Werbung, Anzeigen, also die Texte, wir sind zum Teil tagelang an so einem Anzeigentext dran geschaut, weil uns das eine Wort nicht gefallen hat. Wir waren neugierig, wir haben uns sehr viel angeschaut, wir waren in vielen Unternehmen, auch branchenfremden Unternehmen, haben uns Themen angeschaut, haben die versucht irgendwie zu adaptieren und haben dann auch nie vergessen, gute Leute einzustellen. Wir konnten uns zwar das natürlich am Anfang nicht so leisten, besonders tolle oder besonders experienced Mitarbeiter einzustellen, aber wir haben die richtigen Leute eingestellt. Die richtigen Leute zur richtigen Zeit. Und die haben uns dann wieder weitergebracht. Und haben uns dann auch, heute sagt man Mentoring dazu, früher waren es halt einfach Geschäftsbekannte, Geschäftsfreunde, die vielleicht schon ein bisschen größer waren, ein bisschen erfolgreicher waren. Mit denen haben wir auch dann viel Zeit verbracht. Aber ich denke, harte Arbeit war sicherlich mit der wichtigste Faktor. Und die Auswahl der richtigen Mitarbeiter, obwohl nicht die Möglichkeit besteht, das Bestmögliche zu zahlen. Was ist da der Erfolgsschlüssel? Wie ist das gelungen? Also über die Jahre hinweg, ich meine, die IT war damals und ist auch heute immer noch sehr attraktiv für junge Leute. Und wir sitzen in einer Region, die jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, so das Magnet für sämtliche Arbeitnehmer zu sein. Also Bayerische Wald ist zwar von der Lebensqualität und vom Umfeld her wunderbar, aber dass du jetzt da vielleicht AI-Spezialisten bekommst, eher schwierig, dass die zufälligerweise hier bei uns da sind. Also haben wir zwei Faktoren für uns definiert. Das eine sind Leute, wo wir glauben, dass die von der Chemie her und von der Einstellung her zu uns passen. Und für die, was komischerweise auch nicht ist, ist das wichtigste Thema das Geld deswegen. Sondern für die war immer das Team, der Spirit, die Unternehmensphilosophie wichtig. Und der zweite Faktor war immer, dass wir sehr, sehr viele Auszubildende gehabt haben und auch immer noch haben. Also bei uns ist so eine Azubi-Quote von circa 20%. Jetzt sind es ein bisschen weniger, so 15%, aber damals waren es mindestens 20%, die wir dann quasi selber ausgebildet haben und die wir eigentlich zu 100% übernehmen, auch heute noch zu 100% übernehmen und wirklich eine starke Ausbildung machen. Das war damals schon wichtig und es ist jetzt natürlich noch viel, viel professioneller, denn auch heute ist es nur so, dass du keinen Serverspezialisten so bekommst. Also auf dem Markt gibt es ganz, ganz wenig Serverspezialisten oder so Hardware-Spezialisten. Das heißt, wir haben ja sowieso den Leuten einiges selber beibringen müssen. Und das hat uns über die Jahre, zum einen in der Region haben wir ein sehr, sehr gutes Image deswegen auch bekommen und sehr viele junge Leute da reinbekommen. Zum anderen ist es jetzt auch so, dass wir in der Region einer der größten Arbeitgeber sind und natürlich die IT mittlerweile auch bei den Eltern so angekommen ist, dass sie sagen, Junge oder Mädel, wenn du was Ordentliches lernen möchtest, geh nicht mehr zur Bank, sondern schau, dass du irgendwo in die IT kommst. Also dahingehend, ja, haben wir trotz allem immer großes Glück mit unseren Leuten gehabt. Und wie,
Wie ist das gelungen, aus diesem Micromanagement als Gründer, als Unternehmer zu kommen und immer mehr im Grunde zu übertragen an Aufgaben, an andere? Ich glaube, gerade am Anfang fällt es sicherlich schwer, weil man zumindest glaubt, dass man selbst eben 100% abliefert. Und wenn ich das jetzt jemandem erkläre, kommt da wahrscheinlich erstmal nur 80 raus. Es gibt noch genügend Unternehmer, die ich kenne, die noch genauso immer weiterarbeiten. Aber es war für uns irgendwann einmal klar, dass wir nicht mehr alles schaffen können. Also die Zeit ist einfach knapp und du musst natürlich dann auch fokussieren. Eins der größten Schwierigkeiten war wirklich dieses Abgeben. Also du bist ja dann irgendwann so weit und sagst, okay, du bist jetzt Teamleiter, Manager, was auch immer, du übernimmst jetzt diese Arbeit. Und dann schaust du am Anfang natürlich schon genau zu und du siehst, dass der diejenige mit der Entscheidung oder das, was sie da macht, gegen die Wand rennt. Und du musst das einfach zulassen. Also das ist eins der schlimmsten Sachen überhaupt, dass du weißt, also das geht jetzt voll in die Hose, aber du mischst dich jetzt nicht ein. Und dann habe ich dabei zwei Erfahrungen gemacht. Zum ersten, das tut weh, aber die merken sich das. Und wenn du dann eine positive Fehlerkultur hast, dann ist dann auch das Vertrauen von den Leuten da, dass sie wissen, Mensch, selbst wenn ich jetzt mal das verbocke oder falsch mache, der Christoph hat damit keinen Stress, weil da richtet man sich auf, richtet das Krönchen wieder und marschiert weiter. Das ist einmal das Erste, was mir aufgefallen ist. Das Zweite ist, manchmal hat es sogar funktioniert und sogar besser funktioniert, als wenn es ich gemacht hätte mit meinem Lösungsansatz. Und das war natürlich auch für mich so ein Mindset, so ein Schalter, der sich da umgelegt hat, wo man sagt, Mensch, anscheinend habe ich die Weisheit doch nicht mit Löffeln gefressen, sondern es gibt vielleicht Leute, die da in dem Bereich vielleicht viel smarter sind wie ich. Und deshalb, das war ein Prozess, das hört sich jetzt einfach an und ich kann jetzt darüber lachen, aber das war am Anfang wirklich schwierig. Und eins der größten Learnings dabei war auch, man muss sich ja komplett zurücknehmen gegenüber den Kolleginnen, die unter dem Manager arbeiten. Weil früher ist halt jeder zu dir ins Unternehmen, in der Büro reingekommen und hat dich was gefragt, du hast entschieden und gut war's. Ich habe das am Anfang natürlich genauso weitergemacht, bis irgendwann mein Manager zu mir gesagt hat, wofür brauchst du mich denn eigentlich? Wenn du die ganzen Entscheidungen selber triffst, dann wie soll ich dann vor diesen Kolleginnen irgendwo mich als Führungs, wie sollen die mich als Führungskraft dann letztendlich dann auch so wahrnehmen? Und auch das war dann ein wichtiges Thema, sich da zurückzunehmen und wirklich zu sagen, hey, pass auf, red mit deiner Managerin, die entscheidet das. Also waren so ein paar so Punkte, auch da habe ich Fehler gemacht, viele Fehler gemacht, aber nachdem jetzt mittlerweile meine zwei Kinder auch schon ein bisschen älter sind, aber auch die haben am Anfang das Krabbeln erst einmal lernen müssen und dann einmal das Aufstehen und wieder fallen. Und da bist ja du auch nicht die ganze Zeit da gewesen und hast ihnen quasi nur geholfen zu marschieren, sondern du hast es ja bewusst, haben die einmal hinfallen müssen oder auch einmal gesehen, dass das manches ein bisschen heißer ist oder auch mal schneiden kann oder. Und jetzt hören sicherlich auch die ein oder anderen Jungunternehmer zu. Jetzt werden sehr viele zuhören, die noch nicht in dieser Stage sind, wo du inzwischen bist. Was kannst du Unternehmern raten? Was sind aus deiner Sicht so die wichtigsten Learnings? Vielleicht auch, wo kannst du gewisses Lehrgeld vermeiden bei denen, die zuhören. Also zum einen, ein guter Berater ist sein Geld wert. Also wir haben viel zu spät angefangen, uns auch gute Berater ins Haus zu holen, weil es natürlich Geld kosten. Aber ein guter Berater kann dafür sehr, sehr viel Geld sparen. Aber genau anschauen, welche Berater. Das Zweite, was für mich eigentlich so ein Thema ist, was ich in den letzten Jahren durchaus kritisch gesehen habe. Viele Unternehmer oder viele Gründer denken im ersten Step nur ans Geld. Also ich habe so das Gefühl, die machen einen Businessplan und dann ist nach 3 Jahren ist der Exit schon in irgendeiner Art und Weise kalkuliert. Also das Unicorn, das muss ja auf 2 Jahre schon fertig sein. Das kann in manchen Bereichen, wo es halt skalierbar sein muss, kann es gut funktionieren.
Aber ich glaube, gerade dieses Jahr sieht man auch, dass so ein Unicorn auch ganz, ganz schnell wieder abgeschrieben werden sein kann. Für mich ist immer, ich habe das mal irgendwo gelesen, ich finde das einen schönen Satz, ich habe eine Exist-Strategie und keine Exit-Strategie. Und ich würde mich nur mit etwas wirklich selbstständig machen, wo ich Feuer und Flamme bin, wofür ich brenne. Und man sieht das, glaube ich, auch ganz schön bei mir. Da geht es nicht ums Geld, sondern es geht darum, dass ich das einfach sehr, sehr gerne mache und das Gefühl habe, dass ich da was bewirken kann. Wenn das nicht mehr der Fall sein sollte, bin ich der Erste, der sagt, dann bin ich nicht mehr der Richtige fürs Unternehmen. Und das soll sich jeder, der mal gründen möchte, soll sich wirklich überlegen, möchte ich das für 20, 30 Jahre machen. Ist es das, wo ich dann auch vielleicht das eine oder andere vernachlässigen muss? Ob das jetzt auch mal die Familie ist, ob das jetzt meine Hobbys sind, sondern einfach wirklich Fokus auf meine Selbstständigkeit lege und dafür einfach alles mal zur Seite schiebe. Die Fragen, glaube ich, sollte man sich vorher stellen und wenn man die so ehrlich beantworten kann, dann weiß man, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und dann macht man es gern, dann brennt man dafür und wenn man dafür brennt, glaube ich ganz fest, wird man immer erfolgreich sein. Jetzt hast du gerade schon die Punkte angesprochen, so vernachlässigen, unterschiedliche Bereiche. Vorhin hast du gesagt, es gab Zeiten, wo wir durchgearbeitet haben, gefühlt. Dann kennst du das ja sicherlich auch. Es gibt ja, die sind bei jedem sicherlich auch ein bisschen unterschiedlich gewichtet, aber einfach unterschiedliche Bereiche, die uns wichtig sind. Also als Unternehmer einmal das eigene Unternehmen. Dann kommt der Bereich Gesundheit, dann kommt der Bereich Familie, dann kommt der Bereich Familie Schrägstrich Kinder, aber auch Familie Schrägstrich größeres Umfeld, ne, die Eltern und so weiter. Dann kommt die Beziehung, die sich bei all dem sicherlich auch nicht verlieren darf, und so weiter, ja. Und was ich enorm schwierig finde, ist sozusagen auf allen Bereichen gleichzeitig im Top-Level-Bereich zu sein. Ja, also es ist für mich so eher wie so eine Waage. Und wenn ich jetzt gerade in so einem unternehmerischen Moment bin, den du beschreibst, also so mit Vollgas, voll Enthusiasmus, dann ist dieser Bereich so total voll und die anderen gehen halt runter. Ja, und ich finde es, ich weiß nicht, ob das eine lebenslange Aufgabe ist, aber es ist zumindest mein Struggle, wie ich dort mehr, wie soll man sagen, Gleichmäßigkeit zumindest reinbringe. Wie ist dir das gelungen in deinem Leben? Wie war deine Entwicklung und wie ist es vielleicht auch heute und wie sieht die Lösung aus? Wenn ich die Lösung so hätte, gell? Ich meine, vor über 20 Jahren, da war ich Anfang 20, Mitte 20, da siehst du manche Dinge noch ganz anders. Da ist vielleicht, also für mich ist es immer so ein Dreiklang: soziales Umfeld, Beruf und ich. Also diese drei Sachen. Ein soziales Umfeld ist für mich Freunde, Familie und so weiter. Das war vor über 20 Jahren, war das alles egal. Da ist es um den Job gegangen. Da wollte ich, da war ich, ich sage immer, bin ich voll im Saft gewesen. Da gibt es nur Attacke, Marsch. Da hast du gar nicht links und rechts drüber nachgedacht. Und dann irgendwann Anfang 30 sind auf einmal die Kinder gekommen und da war so mal kurz eine Zeit eine Vollbremsung. Aber auch da muss man sich dann in irgendeiner Art und Weise entscheiden. Und es gibt auch genügend Gründer, Unternehmer, die erzählen da genau das Gleiche, dass trotz allem sie jetzt im Nachhinein sagen, Mensch, ich habe zu wenig Zeit mit der Familie verbracht, zu wenig Zeit mit meinen Kindern verbracht, meine erste Ehe ist daran gescheitert. Das sind so Themen, im Nachgang weiß man das. Der Steve Jobs hat immer so diese Connecting the Dots gesagt. Wie gesagt, im Nachgang weiß man das alles. Wenn du da mittendrin bist, ist es extrem schwierig. Und selbst wenn da jemand sagt, hey, pass auf, du musst jetzt mal kürzer treten, du musst wieder mal in deine Familie denken. Wenn du in diesem Ding drin bist, in diesem Tunnel, sieht man es nicht. Und ich habe das große Glück, jetzt mittlerweile auf eine Organisation zurückzugreifen zu können, da wo dann viele Dinge möglich sind. Also ich bin am Wochenende, habe ich die meiste Zeit für mich selber oder für mein soziales Umfeld und mache halt vielleicht nur Sonntagmorgens, Samstagmorgens eine Stunde nochmal fürs Unternehmen. Dafür bin ich halt unter der Woche fast 100% für die Unternehmen unterwegs. Das ist halt so.
Dafür kann ich mir aber dann da wieder diese Freizeit holen. Ich habe mir irgendwann mal überlegt, wie ich das gestalte für mich. Und ich habe dann entschieden, dass ich einfach jetzt mittlerweile habe ich so meine 7 Tage die Woche, stehe ich halt so 4:30, 5 auf und mache dann bis um 7, 7:30 meine privaten Sachen. Und ab dann fahre ich ins Unternehmen, ab dann bin ich wirklich fürs Unternehmen da, solange wie es halt notwendig ist. Aber ich habe da nie das Gefühl, wenn ich heimfahre, ich muss jetzt noch das machen, das machen, das machen, weil das habe ich vorab in der Früh schon erledigt. Das hat mir einen extremen Freiraum gegeben. Ich habe eine super Frau, die weiß, dass ich unter der Woche halt nicht da bin, die damit auch kein Problem hat. Aber sie weiß auch, dass ich dafür am Wochenende die Zeit habe. Und sie gibt mir aber auch diesen Freiraum, dass ich mir sage, okay, jetzt gehe ich mal 3, 4 Stunden zum Laufen oder mach sonst irgendwas oder lese mein Buch. Und ich glaube, diese Zeit, das, vielleicht liegt es auch im Alter, dass man irgendwann mal weiß, was er jetzt gerade braucht. Der Körper und der Geist. Braucht er jetzt ein bisschen Erholung? Braucht er jetzt vielleicht auch mal einfach ein schönes Date mit seinen Freunden, ein bisschen Spaß zu haben? Oder wo ich sage, okay, ich kann jetzt noch ein bisschen powern und gib Gas, weil jetzt gerade noch irgendwas Wichtiges im Unternehmen ist. Ich habe es halt für mich so geregelt, aber ich glaube, das muss sich jeder selber fragen und für sich selber entscheiden, was ihm wichtig ist. Jetzt hatte ich vorhin schon gesagt, der Podcast heißt Erfolg ist kein Zufall. Über den Zufall haben wir gesprochen. Über Erfolg, da interessiert mich noch, wie definierst du Erfolg heute? Wie hast du ihn vielleicht mal früher definiert? Und gibt es, du hast gesagt, Connecting the Dots, gibt es dazwischen? Was war dazwischen? Und ja, haben sich deine Gedanken auch zum Thema Erfolg vielleicht geändert, vielleicht auch nicht? Also ich definiere Erfolg in dem Erreichen von Zielen. Also wenn ich mein Ziel erreiche, habe ich Erfolg. Und dafür muss ich aber die Ziele definieren. Und da gibt es ja verschiedenste Ziele. Es gibt die Unternehmensziele, es gibt die persönlichen, privaten Ziele. Und diese Frage stelle ich mir eigentlich schon jedes Jahr wieder. Klar, im Unternehmen hast du eine Budgetplanung. Dann hast du aber auch strategische Projekte, wo du hin möchtest. Und für mich privat, persönlich, da schreibe ich mir meinen eigenen Businessplan. Den schaue ich mir dann am Ende des Jahres immer an, was ich geschafft habe, was ich nicht geschafft habe und was ich vielleicht nächstes Jahr erreichen möchte oder wie kann ich dann dieses Ziel erreichen. Und das hat nichts mit monetären Zielen zu tun. Also das war noch nie die Triebfeder von meinen Punkten, sondern das ist irgendwas Intrinsisches bei mir. Das kann verschiedene Sachen sein. Ich will jetzt, keine Ahnung, die nächste Fremdsprache lernen. Ich möchte eine Woche wandern über die Alpen oder. Das sind für mich so Ziele. Und wenn ich das schaffe, dann bin ich erfolgreich und dann wachse ich daran. Zurückliegend, klar, am Anfang so die ersten Millionen Umsatz, 5 Millionen Umsatz, 50 Mitarbeiter, keine Ahnung. Gibt's ja die üblichen Sachen, was du halt hast, aber am Ende des Tages ist halt das alles nur eine Zahl. Ob wir jetzt 120 Millionen haben oder 500 Millionen. Es ist wichtig fürs Unternehmen, in diese Richtung zu kommen. Ich glaube, auch die Milliarde ist für uns realistisch. Aber es ist eine Zahl. Für mich ist der Weg dahin, das ist das Spannende. Wie erreiche ich das? Wie muss ich das runterbrechen? Was für Mitarbeiter muss ich einstellen? Wie muss ich meine Sales-Strategie ändern? Wie müssen die Produkte ausschauen? Wie sind die Märkte? Diese Punkte, und wenn ich dann mich dafür in eine gewisse Richtung entscheide und dann sehe, dass es der richtige Weg ist und ich erfülle die KPIs, dann bin ich erfolgreich. Die Zahl zum Schluss ist so das Endprodukt aus den ganzen Sachen. Ich bin ja, als Unternehmer bin ich ja immer 3 bis 5 Jahre voraus. Also das, was jetzt ist, das habe ich ja vor 3 bis 5 Jahren so durchgeplant. Hoffentlich. Aber insgesamt und vom ganzen Mindset her bin ich jetzt schon 20, 2027, 2030. Was will ich bis dahin geschafft haben? Was muss ich jetzt für Weichen stellen, damit ich das ins Unternehmen reinbringe? Wie schaut die Transformation dahin aus? Und wenn du sagst, Erfolg ist das Erreichen von Zielen, jetzt gibt es ja auch in Bezug auf Ziele so unterschiedliche Ansätze. Also wie hoch setzt du dir denn ein Ziel? Einige, die sagen, du musst dir ein Ziel einfach so hoch setzen, dass du es eigentlich nicht erreichst, aber dann
dann erreichst du meinetwegen 80% und das ist immer noch mehr, als wenn du dir ein Ziel normal setzen würdest, weil du das, weil du die Latte einfach so viel höher schiebst. Aber dann wärst du ja sozusagen aus deiner Definition her nie erfolgreich, weil du wahrscheinlich nur oder nur sehr selten, weil du sehr selten nur diese exorbitant hohen Ziele erreichst. Ja, ich bin aber durchaus genauso, wobei es nicht darum geht, dass ich das als Ziel als realistisch betrachte oder als herausfordernd, lieber so, sondern meine ganzen Kolleginnen und Kollegen, weil die müssen ja genauso dahinter sein. Also ich muss ja denen auch erläutern und erklären, warum ich glaube, dass wir dieses Ziel erreichen können. Und das muss ja auch herausfordernd sein, weil wenn es leicht wäre, dann wird keiner seine 100% geben. Also es muss für mich realistisch sein, aber schon so, dass ich sage, da muss ich Bestleistung dafür geben. Und dann muss ich meinen Kolleginnen auch erklären, Mensch, was sind denn die Steps dahin? Wo sehe ich denn die Möglichkeiten, dass wir das erreichen können? Und dann müssen sie, möglichst gemeinsam müssen wir diese Ziele so definieren, dass wir sagen, ja, da stehen wir dahinter. Es ist meiner Meinung nach sehr, sehr schwierig, als Einzelgänger zu sagen, okay, so wird's gemacht und bitte machen, umsetzen. Da sind wir wieder bei Micromanaging. Ich will viel mehr, dass das Team mit mir gemeinsam sagt, ja, ist herausfordernd, aber wie wir das jetzt so erarbeitet haben, die Maßnahmen, die wir dafür treffen müssen, da stehen wir voll dahinter. Das ist ja zum Teil, ist es ja auch die Idee vom Team. Und dann gehen die raus und können dann auch ihre Leute motivieren. Also, herausforderndes Ziel, ja. Unrealistisches Ziel ist meiner Meinung nach demotivierend. Das ist, weiß ich nicht, schwierig. Also mit 80% wäre ich definitiv unzufrieden. Es muss schon so sein, dass ich irgendwo so bei 95%, wo ich sage, okay, fast. Aber wir haben unser Bestes gegeben. Christoph, besten Dank, dass du heute mein Gast war. Hast richtig gut gemacht, waren richtig coole, inspirierende Gedanken dabei, jedenfalls für mich. Wenn ihr das auch so findet, denkt daran, den Podcast zu teilen, denkt daran, ihn zu bewerten. Das hilft, dass der weiter größere Reichweite bekommt. Christoph, jetzt weiß ich von dir, dass du ein großer Influencer bist auf sämtlichen Social Media Kanälen. Wo kann man dich am besten erreichen? Wo kann man mehr über dich erfahren? Also, wir haben vorher im Vorfeld haben wir beide darüber geredet, dass ich in keinerlei sozialen Medien tätig bin und auch da nicht reingehe und mich das anschaue, sondern lieber ein Buch lese. Das Einzige, wo man mich wirklich sieht, ist bei LinkedIn. Da sind meine Kontaktdaten da und bin auch jederzeit gern offen für Vernetzung. Ich bin halt ein alter Netzwerker und ich freue mich da immer, neue Kontakte kennenzulernen. Also das ist das Einfachste, oder? Wer ein bisschen mehr über uns wissen möchte, die thomas-kremp.com ist die Webseite. Da findet man eigentlich alles, auch unsere Produkte und Lösungen, falls jemand mal eine Hardware braucht, die total unsexy ist mittlerweile. Ja, sehr cool, Christoph. Dann besten Dank und an euch einen guten Tag, einen guten Abend, eine gute Nacht, wann auch immer ihr den Podcast hier gerade hört und bis bald. Ciao. Maurice, ich danke dir. Ciao.